Okay, wir müssen nach rechts. Nein, nee, passt schon. Ich hätte ein Signalfeuer mit Ja, aber der da bringt uns Pistole. nichts, wenn uns keiner sucht. Mila, kannst du nochmal funken? Hallo, kann mich jemand hören? Hallo? Nicht. Schieß da rechts. Ruhe. Was schreit denn da so? Klingt wie so ein Alpino-Affe. Ein Wildschwein. Was ist das? Bestimmt eine Wildsau. Soll ich mal schießen? Nein, bist du. Ja, kannst du eigentlich. Vielleicht rennst du weg. Vielleicht schießt einer zurück. Mach Dings ab, Schalldämpfer. Ich glaube nicht, dass er Angst hat davor. Ja, komm. Kommt nix. Hier vorne ist, glaube ich, ein Weg. Ein Wanderweg. Oh, da unten ist Licht. Da ist Licht. Wo? Da vorne ist, glaube ich, eine Stadt. Ja, ich sehe Häuser. Man einmal Lucky braucht. Und wir haben nie Karte Glück. Und Kompass, wir sind so schlecht. Aber ich habe den Scheiß nie gelernt. Ah, jetzt sehe ich das Licht auch, glaube ich. Jo. Das Licht. Das ist ein verfickter Bauernhof, Mann. Aber eine Straße. Und da hinten links sehe ich noch mehr Licht. Da ist eine Stadt, glaube ich. Okay. Hallo, jemand zu Hause? Das ist ein Einkaufsladen. Hast du Leuchtfackel dabei für Pistole? Ja. Oh, zum Teufel sind... Ey, ich... Oh mein Gott, ich glaube, wir sind laufen gerade wieder zur Küste.
Du hast doch einen Kompass. Da sind Hochhäuser, Alter. Links. Boah. Gib mir mal den Kompass, bitte. Verdammte Scheiße! Ja, wir sind wieder Richtung Süden gelaufen. Und wir sind nicht weit gekommen, ne? Oh. Wir müssen wir da lang. Wir sind bestimmt 2 Stunden gelaufen. Wir müssen da lang. Komm, gib mir den Kompass. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder an der Küste. Da unten ist eine Straße, lass der folgen, ist eine gute Idee. Trust me. Ja, einer muss die Fackel mitnehmen. Ja, Mila. Oder, ne komm, ich kann die auch tragen. Ja, oder so. Das ist der Weg. Ich glaube, ich weiß sogar, wo wir sind. Wir sind rechts über dem Balota Airfield. Ey, wir sind so viel gelaufen für nichts. Ich kenne mich damit nicht aus, was soll ich machen? Ja, ich auch nicht. Ja, und wir haben Lucky verloren. Oh mein Gott, weißt du, oh mein Gott. An dem Damm waren wir doch schon. Ja, ich glaube, da vorne ist wieder. Ich glaube, da vorne sind wieder die Militärzelte, wo wir. Oh mein Gott. Wir sind im Kreis gelaufen. Oder? Hey, ihr könnt jetzt mir nicht die Schuld dafür geben. Und Mila, nee, du kannst auch mal gut wieder was sagen. Guck mal, hier was liegt doch bestimmt sagen? So Lagerfeuer. Oh mein Gott, hier sind die Militärzelte, oder? Nee. Nein, da war nicht unser Lagerfeuer. Doch, hier sind wir schon vorbeigelaufen. Nein, Quatsch. Ach, komm, hör auf. Nein, hier waren wir noch nicht. Hier liegen Knochen. Quatsch. Wir kommen nach Hause, Freunde. Keine Sorge. Alles wird gut. Ich laufe jetzt. Scheiß auf die Wege. Ich laufe jetzt Kompass Nordwest. Mir egal. Ich hab noch Energie. Alles gut. Alles wird wieder gut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall links an dem Berg vorbei, auf den Mila zuläuft. Okay. Hast du gehört, Mila? Mhm. Hier in den Wald rein. Da bist du sicher? Nordwesten. Okay. Oh, hier ist ein Bach. Achtung.
Warum können wir nicht Lucky über den Weg laufen? Das wäre zu gut, wenn der hier irgendwo ein aufgeschlagenes Zelt hätte. Gleich treffen wir wieder den Penner Timmy. Der hier irgendwo haust. Tiere nicht gerade rechts von uns? Ah, ich höre eine Eule. Mila läuft schon wieder zu weit rechts. Ja. Mila läuft im Kreis. Ja, ich wollte nur gucken wegen dem Dorf da. Muss noch einer von euch an Philipp denken? Keiner? Weil ich bin gerade genauso verzweifelt wie der Typ. Was? Hallo? Achso, ich habe nur Norden, Westen gepeilt ein bisschen. Achso. Also beim Laufen ist schwierig, ohne Licht. Und der arme Philipp liegt jetzt da am Felsen. Und wird wahrscheinlich zu einem Zombie. Der arme Philipp. Ich denke, kann froh sein, dass er tot ist. Ich denke, die Schweine werden ihn fressen. Die kommen doch gar nicht an den ran. Die Wildtiere. Oder die Aasgeier. Ich will nach Hause. Oh, hier waren wir schon mal. Der Philipp, den wir kennengelernt haben, der hat Selbstmord gemacht. Der ist vorhin vom Berg runtergesprungen, von der Klippe. Press F to pay respect. Das ist DayZ Standalone. Aber Philipp... Du bist ganz sicher, dass wir richtig sind? Ja, wir laufen jetzt Nordwesten. Oh. The fuck? Mila, geht's dir gut? Ja, aber ich habe die starke Befürchtung, dass wir das Zelt aufschlagen müssen und da drin pennen müssen. Ich übernachte hier nicht draußen, Alter. Ich lauf durch. Gehört halt alles zu Story-Koffein, ne? Ja, wir haben Bären aktiviert. Und Wölfe, alles. Und wenn wir ganz viel Pech haben, treffen wir auch auf welche. Aber wir haben genug Munition bei.
Wenn wir wieder bei der Küste ankommen, erschieße ich mich. Links ist ein Dorf. Aber egal, ne? Wir könnten gucken, wie das Dorf heißt. Nee, nee, lass einfach laufen. Okay. Das gefällt mir hier besser. Da weiß man wenigstens, dass man nicht zur Küste wieder rennt. Ich hoffe es doch. Brady, du bist Supporter von einem GTA-RP-Server und du stellst mir so eine Frage, ob das richtig ist, dass man seine eigene Leiche wieder looten gehen kann. Natürlich ist das, auch wenn das kein Hardcore-RP-Server ist und kein Schwitzer-RP, natürlich wäre das nicht cool, wenn man das machen würde. Oh mein Gott! Oh! Das ist ja ein Schwein! Mein Herz! Die war genau neben mir! Mein Herz! Oh! Was ist das denn für ein Schwein? Oh, ist mir gerade warm geworden, Alter! Die hat mich angegessen! Alter! Naja, jetzt verhungern wir wenigstens hat nicht. Guck mal, ob die eine Tätowierung auf dem Feld hat. Steht da ein Name oder sowas drauf? Vielleicht ist die mal irgendwo eingesperrt gewesen. Ich höre Junge. Tiere rechts im Wald und dann steht die neben mir. Das ist was anderes, Brady. Entweder entscheidest du dich dafür, dass dein Charakter tot ist und du machst den neuen, oder du warst nur bewusstlos. Verstehst du? Und irgendwelche Leute haben dich zur Küste geschleppt, weil die Angst davor haben, dass du im Norden zu einem Zombie wirst. Hier ist ein weißer Rucksack drinne. Hast du Funkgerät gerade an? Mila. Da ist ein Hunting-Backpack drin. Ich will kein Weiß mehr. Okay. Oder dein Charakter war nur bewusstlos und wurde von irgendwelchen anderen Leuten zur Küste wieder geschleppt. Bei dem einen Szenario rennst du nur zu deinem Haus zurück. Bei dem anderen rennst du zu deiner eigenen Leiche zurück. Obwohl die gar nicht existieren darf, weil du bist ja noch am Leben. Verstehst du? Hey! Curtis, guck mal, siehst du den Turm rechts? Nee. Ist das so ein Funkturm? Da sind wir auch dran vorbeigelaufen. Da hast du ja, dann, zu Mila gesagt, ja, ja, dann kannst sind wir, dann du sind wir reden. Richtig. An den kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern, ja, dann als laufen wir richtig. Gelaufen sind. Jetzt sag nicht, die Fackel geht aus. Ah, da, ja, ja, wir sind richtig. Einfach geradeaus, dann kommen wir wieder zu diesem kleinen Dorf. Oh, Gott sei Dank, Fixpunkt. Alter. Oh, Jesus Maria. Ich will nach Hause. Wenn du nicht stirbst, weil du gebissen wurdest oder von Zombies getötet wurdest oder von Banditen überfallen, dann stirbst du in der Wildnis. Saishi, Dankeschön für den Prime 3. Yo, Leute, danke für den Wisdom 2. Huch! Und Koffein, Dankeschön für den Gift-Zap an Ricky08. Hatte wer einen Kochtopf dabei? Ja. Ist der mit Wasser gefüllt? Ja. Wollen kochen? Wir können, nee, nun, jetzt noch nicht, gleich irgendwann. Mila, wo rennt Mila hin? Egal.
Durch einen fliegenden Bus. Boah, Bruder, schwierig. Mach einfach jetzt, aber wir bringen bald eine Regel rein, dass wenn man ein Auto fährt und dann durch den Bug stirbt, man selber schuld ist. Das zählt dann im RP quasi so als Autounfall. Weil es allgemein bekannt, dass die Fahrzeuge verbuggt sind und dass man da, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man stirbt. Auch wenn du nur Beifahrer bist, ganz egal, steig einfach nicht in ein Auto ein. Das Spiel ist eh viel schöner, wenn man läuft. Sieht man doch gerade. Ach so, das war mein Bus. Ja. Ja, dann ist das, wie gesagt, in Ordnung, ne? Ich rede jetzt aber auch nur von, wenn man da einsteckt oder so. Wenn du sowas hast, dann ist okay. Weil da kannst du ja nichts für. Mann, ich dachte, wir haben den jetzt Turm schon getragen. Ja, ja, passt. Ich habe gedacht, wir sind schon am Turm vorbei. Und so ein Chat, wie geht's euch so? Wir haben 12:30 und ihr guckt dabei zu, wie ich durch die Wildnis laufe. Mila ist schon todesmüde. Redet nicht mehr. Ich glaube, ich sehe unten im Wald Feuer. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Jetzt so geradeaus, wie du läufst. Da ist Rauch, roter Rauch. Airdrop. Da wurde was abgeworfen. Sollen wir da hin? Ja, klar. Mila! Da links ist auch was Rotes. Ja, ich müsste aber langsam mich mal aufwärmen, also ich friere dermaßen. Können wir danach vielleicht machen. Mila! Okay, anscheinend hat die keinen Bock mehr zu reden. Ich rede doch. Da ist zweimal Rauch. Ja, links und rechts. Wo willst du erst dahin? Ja, nur nach rechts. Ich will nach Hause. Bei mir ist auch alles top. Ja, Koffein geht auch. Passiert jetzt gerade eh nichts. Die Mila wird jetzt auch nicht ausrasten, ne? Ich habe das schon mal gesagt. Der ZLP zieht sich des Todes. Aber dafür hast du wenigstens jeden Tag was zu tun und irgendwelche Aufgaben. Du musst irgendwelche Sachen besorgen. Irgendwas ist immer passiert. Da zieht sich wirklich über Wochen so ein RP-Strang. Außer du stirbst. Aus unerklärlichen Gründen. Wie Edel und verhungerst oder so. Das war ja jetzt von gestern Abend bis heute ein richtiges Abenteuer. Überleg mal, wenn man einfach mal so das RP betrachtet oder die Story, was wir heute alles erlebt haben, ne? So in dieser Immersion. Der eine springt von der Klippe, die anderen verbrennen. Dann einer tot in so einem Haus. Der eine erhangen.
Ja, wir haben unendliche Ausdauer. Aber bringt einem nicht viel, weil er so viel Energie zieht, also essen und trinken. Wir müssen rechts. Das war irgendwo da vorne. Da, ich seh's. Eigentlich ich seh's. Hinter den Bäumen. Da sind zwei Stück. Wo? Weiter, oder macht da jemand Feuer? Links ist einer. Und rechts. Und rechts leuchtet auch irgendwas rum. Ich sehe nichts durch die Wälder. Vielleicht haben wir Glück. Da sind zwei. Halt's Maul. Oh, die haben viele Sachen abgeworfen. Warte. Da müssten eigentlich jetzt Zombies irgendwo sein. Scheint nicht. Oder war hier schon jemand? Kann sein, aber liegt nichts. Okay. Ich hör Zombies. Ja. Und ist leer. Ui! Ah, hier liegen Zombies. Ist alles geplündert schon. Fuck! Ist alles geplündert. Schade. Vielleicht haben die den von... Ja, ist alles geplündert. Fuck, Mann. Ist da noch was drin? Nö. Nee. Fuck. Schade. Sind wir noch richtig? Wait a minute. Die waren aber leer, haben wir ja. Boah, das wäre jetzt gewesen, Mann. Mila, bist du müde? Du bist so ruhig. Aber ruhig besser als mit sich selber reden. Ich rede. Mach dir ich rede die ganze Zeit schon mit dir. Boah, deine Bombe. Ey, der hat eine Axt dabei, Alter. Ja, Messi. Kollege. Nein, ich bin im Rucksack, den brauche ich noch. Okay. Du Schwein. Du redest gar nicht. Du entfernst dich immer weiter von der Gruppe. Ist ja egal, oder? Du entfernst dich immer weiter von der Gruppe. Halt die Klappe! Wir kümmern uns hier drum, dass du überlebst. Mit deinem Schandmaul. Halt die Klappe, du Schwanz. Ja, lauf doch wieder 2 Kilometer weg von uns. Geh doch Zombie-Schwänze lutschen. Geh du doch Zombie-Schwänze lutschen. Den Atem hast du ja schon. Trotz Gasmaske. Von dir wollen wir gar nicht anfangen. Was wollen wir denn von dir nicht anfangen? Halt die Klappe. Halt du deine Klappe. Blöder Penner. Blöde Kuh. Ach, ich will auch nur nach Hause. Hätten wir mal nicht auf dich gehört. Und wären dir gefolgt, dann hätten wir uns doch nicht verlaufen. Schon süß, ihr zwei. Du hättest die Klappe. Halt deine Klappe. Fuck are you? Ich blute. Wisst ihr, das habe ich gar nicht gemerkt. War nur ein Kratzer. Schmeckt? Ja. Schön. Dumme Kuh. Dummer Penner.
Sicher, dass wir noch richtig sind? Nordwest jetzt. Klar lacht der Charakter schon lange nicht mehr, aber das bleibt für immer. Das kannst du nicht heilen. Einmal Menschenfleisch gegessen, bist du für immer im Arsch. An die Stellen kann ich mich hier nicht erinnern. Ich glaube, wir laufen zu weit rechts. Aber Kompass sagt Nordwest. Ich glaube, wir haben uns schon wieder verlaufen. Nee, beruhig dich jetzt. Weil ich sehe nur noch Wald. Also wir laufen jetzt zwischen Norden und Nordwest. Ja, aber guck mal, nur Wald. Aber es wird hell, das ist gut. Ja, dann lass mal zu dem Berg hoch hier laufen und dann gucken wir, vielleicht haben wir eine Übersicht. Wir müssen doch gleich mal ein Feuer machen, ne? Hier unten ist ein Weg. Ja, ich friere schon ein bisschen. Puh, gleich sind wir wieder an der Küste. Willst du echt den Berg hoch? Jo, vielleicht haben wir da oben eine Aussicht und wir können ein bisschen gucken. Ich würde mich jetzt viel lieber gerne im Kreis stellen und reden. Und ich hätte gerne ein Tinkepättchen. Ein Tinkepäckchen? Was ist das? Ich hab jetzt kein Trinkpäckchen mehr. Capri-Sonne. Avant. Flasche Whisky wäre auch nicht schlecht. Oder irgendwas in dieser verkackten Welt mal wieder finden. Cornflakes. Jeden Tag nur Fleisch. Und Gemüse. Wer isst denn Gemüse? Ah, ich hatte heute ein bisschen Brot zur Abwechslung. Aua. Und Quäse. Die Animalie hat auch nur eine Chance von 25%, glaube ich. Müssen wir mal höher stellen.
Wenn wir jetzt von da oben nichts sehen, dann würde ich den Weg mehr in Richtung Westen einschlagen. Boah. Das ist halt nichts, Alter. Doch ein bisschen. Ich sehe nur Berge. Da ist ein Haus rechts. Das heißt, wir sind noch irgendwo in der Zivilisation. Wo denn? Da war rechts ein Haus. Ah, eine ja. Scheune. Okay, habe ich jetzt auch. Boah, Bruder. So wie wir jetzt laufen, ist Norden, ne? Ja, wir müssen Nordwest. Eigentlich sind die Alerts nicht aus, aber kann sein, dass Stream Elements gerade Probleme hat. Hallo? Hallo? Ich hab euch verloren, wo seid ihr? Ja, ja. Hallo. Oh, oh, ach da, ach da. Boah, boah. Hallo, Goodies. Zum Glück hab ich das Megafon bei. Wir müssen hier rein. Wo? Oh. In Wald hier. Okay. Wir haben Fleisch, ich hab Trinken und ein Zelt. Also sterben werden wir Mila nicht. Jetzt? Ja. Gute Frage. Gut, dass sie weiß angezogen ist. Mila! Die weiß doch gar nicht, wohin wir gehen. Warte, ich ruf die. Da rechts von uns ist sie. Brauchst du nicht. Wo lang? This is the way. Wir haben uns wieder verlaufen. Wir haben uns 100% wieder verlaufen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir am Nordwest Airfield. Oh, da ist ein Ding. Da ist Elektrizität. Ja, lass den dann folgen. Und ich höre Tiere. Und hier ist. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Gebäude. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Okay. Ja, da vorne ist die Zeltstadt. Wir laufen falsch. Komm her. Da unten ist das Militärding. Wir müssen in die Richtung. Wir müssen in die Richtung. Was für ein Militärdings? Ganz unten, da sind die Zelte. Da waren wir schon mal. Da, wo Dings gestorben ist, Mila fast. Wo ich die Beete angepflanzt habe und alles. Wo wir über den Bach springen mussten. Ach so, ja, okay. Jetzt bist weiß du dir ich, sicher, dass ja, wir da hoch müssen? 100%. Komm mit. Ich kenne den Weg. Wir folgen ich hab Schiss, den Stromleitungen. Dass wir, das okay. Und dann kommt. Ich habe Schiss, dass wir am Airfield vorbeigelaufen sind. Nein, 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 sind wir nicht. Wir laufen den Stromnetzen jetzt weiter oder diesen Stromkabeldingern, dann kommt ein kleines Dorf mit einem Brunnen sogar. Ich weiß, wo wir sind.
Mila ist schon wieder weg. Nee. Wo ist sie? Ja, ich war bei den Stromdingern. Ich dachte, wir laufen die entlang. Nee, wir müssen hier so in die Richtung ungefähr. Aber kommen wir hier nicht her? Nein. Ich meine, er hat auch gesagt, wir müssen dem Stromkabel folgen. Ja, aber... Ja, das hat... Vertraut mir! Ja, ich bin das gut. Haben wir schon mal. Ich bin gut. Und dann sind wir im Kreis gelaufen. Ja, aber jetzt ist hell. Du Kreisläufer. Vertraut mir einfach. Was? Was? Ihr müsst mir vertrauen. Ey, die Sonne ist untergegangen, wir sind der entgegengelaufen. Jetzt geht die wieder auf und wir laufen wieder entgegen. Ein Eule. Vertraut mir einfach. Ja. Das wäre doch gelacht, wenn ich mich hier nicht auskennen würde. Okay, wo sind wir? Wir laufen wieder zurück. Nein, das Ding war gerade links von rechts von uns. Ja, und jetzt ist wieder rechts von uns die Hütte. Das heißt, wir laufen im Kreis. Hä, bist du bescheuert? Du bist offen oder so? Vertraut mir. Wenn wir zurücklaufen, wäre die Hütte übrigens links von uns, ne? Wenn sie vorher rechts von uns war. Nee, die Hütte war rechts von uns. Jetzt laufen wir im Kreis. Und jetzt ist er wieder rechts von uns. Ihr müsst einfach nur Vertrauen haben. Das hatten wir schon mal. Aber wir waren schon ziemlich weit weg von dem Zeltding. Also, wenn es wieder dunkel wird und wir sind immer noch am Laufen, dann laufe ich meinen Way. Nein, guck, da vorne ist doch schon ein Haus. Ich habe alles im Griff. Hey, ich weiß doch... Aua. Au. Ich weiß doch genau, wo wir sind. Ja, du weißt es genau. Keine Sorge. Wir laufen in den Osten. Okay, hier war schon jemand. Hier liegt ein Stock auf dem Boden. Hier gibt's keine Stöcke im Wald. Vertraut mir. Curtis, wir laufen Südosten. Ja. Alles gut. Glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Nur noch durch den Wald. Versprochen. Ja, bin ich mal gespannt.
Wie lang der Wald sein wird. Bestimmt bis zum Strand. Ach Quatsch. Solange wir nicht in Richtung Süden laufen, ist alles gut. Hinter dem Wald, dann haben wir es geschafft. Ha, ich kenne mich doch aus. Da hört ihr die Schüsse? Die kommen vom Airfield. Vertraut mir. Wartet kurz. Da habt ihr die Schüsse gehört? Die Schüsse kommen aus dem Dorf da unten. Ja. Das ist der Weg. Und da ganz hinten ist der Berg vom Triangel. Glaube ich. Kommt! Vertraut mir! Ich weiß genau, wo wir sind. Guck mal, da ganz rechts da hinten. Das ist eine Stadt. Und hier unten. Ich weiß jetzt genau, wo wir sind. Vertraut mir. Hier ist der Friedhof. Wir müssen da vorne zum Berg laufen. Da drunter ist der Triangel-Militärplatz. Glaubt mir. Nicht mehr lang und wir sind zu Hause. Umso öfter du glaub mir sagst, umso weniger glaube ich dir. Ja, glaub mir. Du musst Vertrauen haben. Wir müssen jetzt Richtung Nordosten laufen, richtig? Ja, richtig. Siehst du? Wir sind gleich zu Hause. Schlag ich mein Zelt auf, mach ein Feuerchen. Da rechts ist eine Stadt. Wir sind bald zu Hause. Sollen wir gleich ein Feuer machen? Ja, wäre ich dafür. Okay. Dann lass du diesen Mähdrescher da hinten laufen noch. Guck, hier rechts ist eine Stadt. Ah, ist das schön. Bald zu Hause. Hoffentlich steht das Lager noch. Beutlin! Du wirst Hallo, immer gekillt, Weezy. Ja? Ach so. War ja Hallo. Klar, dass du nicht mit uns redest. Ja.
Hey, da vorne ist eine Stadt. Ich glaube, wir sollten in die Richtung laufen. Okay. War doch nicht der Berg, den ich meinte. Aber wir sind richtig. Glaube ich. Ja, doch. Doch, doch. Nicht mehr lang, Shorty. Freust du dich schon? Ja, ich kann es echt nicht mehr abwarten, mein Zelt zu sehen. Vor allem mein Tresor, ob der noch steht. Ich habe echt keine Lust mehr zu wandern. Mhm. War genug. Werde ich auch nicht mehr so schnell machen. Nee. Vielleicht mal nach Tisi hoch, aber nicht mehr in die Küste. Mhm. Ja. Wo sind wir? Ha, war alles nur Spaß. Ich weiß natürlich, wo wir sind. Wir sind nämlich hinter Vibor. Und da oben ist auch unsere Tankstelle. 10 Minuten, dann sind wir da. Ich hab doch gesagt, ich kenne den Weg. Ihr müsst mir nur mal vertrauen. Ich nimm's euch nicht übel. Aber ich bin einfach der Beste. Sind wir zu hart Nordwesten gelaufen, oder was? Ja. Guck, da ist die Polizeistation. Da ist die Tankstelle, dahinter ist das Medical House. Was ich abgeschlossen habe. Oh, ich will nach Hause. Ah, wir haben es geschafft. Noch nicht ganz, aber fast. Ja, lauft, meine Kinder. Haha. Haha. Aua, Stein. Lauft. Haha. Fuck, hatten wir ein Glück, Alter. Holy shit, Junge. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Gar keinen Plan. Meine Fresse. Ich glaube, der hätte mich umgebracht. Oh, ich habe gerade Kinderstimmen gehört. Oder werde ich jetzt verrückt? Die Anomalie kommt. Shorty! Hörst du das auch? Da vorne ist jemand. Nee. Oh ja. Hörst du das? Komm schnell. Ist das Mila da hinten? Mila ist weiter links an der Tanke. Nein, wer ist denn da davor? Hallo? Oder? Wer sind die da? Hallo? Oh, jetzt höre ich es auch. Hallo? Hi. Hallo. Hi. Hi. Hört ihr auch so komische Sachen? Oh, ab und zu. Bitte? Ja. Wir haben ganz viele Stimmen in unseren Köpfen. Also ich will jetzt nach Hause. Ja, ich glaube, wir gehen lieber nach Hause. Habt ihr zufällig Medizin? Was für eine Medizin braucht ihr? Mein Bruder, der ist krank. Der hat Schnupfen und Husten. Oh. Ja. Ui, das sieht schlecht aus. Ach, hier. Okay. Das sieht überall schlecht aus. Da. Kannst du behalten? Soll ich was Gutes tun noch? Ich muss nach Hause. Komm schnell. Danke. Okay. Es ist ein paar Meter hinter dir. Tschüss. Ich glaube, ich habe Soundbugs, Mann. Wo ist Mila? Ja, nach Hause mit Sicherheit. Ui!
nein, nein. Bin zu klein. Oh, ich hab Durst. Ich hab sofort von Durst. Hast du was zu trinken? Ja. Schaut, der hat den Rucksack. Oh oh. Oh oh. Ihr müsst das hören. Ruhe, Chat, Ruhe. Ich werde gleich sehen, was das ist. Und die zwei Typen haben keine Ahnung, die gerade rumgerannt sind. Oha, das Zelt ist weg von Schutz. Hört ihr das nicht im Hintergrund so donnern, pochern? Ist jemand zu Hause? Hi. Hört ihr die Geräusche? Ja, ja. Ja. Komm lieber rein erstmal. Du hast keine Ahnung, von was für einer Reise wir gerade kommen, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr seid schon, wo ist Mila? Schon lange unterwegs, wa? Wo ist Mila? Sie ist in engem Zelt. Hier. Psst. Pack mal. Ruhe. Mila, bist du im Funk? Ich hoffe. Ach, da. Boah. Curtis, ein Zelt. Kann einer Holz besorgen, bitte? Mir ist schweinekalt. Ich mach meine Medizinstation hier hin. Irgendjemand hat sich ja meine Klamotten bedient. Ja, ja, ich kam wieder und da kam mir ein Typ entgegen und der meinte, der hat gefragt, ob das unser Lager ist, meinte ich ja. Und dann habe ich gefragt, ob er irgendwas genommen hat, meinte der, nee, nee, ich habe den erstmal vertraut. Ich geh mal kurz in mein Zelt, ja, 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 kannst du mir gleich erzählen. Klamotten. Eine Hose, die ist ja
lange gesucht habe, ist nicht mehr da. Was für eine Hose? Eine Jägerhose in so hell, gelb, braun. Ist die Jacke noch da? Ja, die ist hier im großen Zelt drin. Nimm sie dir einfach raus. Wer hustet hier weg von mir? Danke. Ich habe eine Maske auf, beruhig dich. Schönes Zelt. Medizinzelt. Oh mein Gott. Warum Feuer? Ja, nimm. Packt man das Netzgeflecht hier weg oder willst du das nicht? Doch, doch. Ich habe auch eins gefunden. Wo hab ich die hingepackt? Ja, wo ist der Feuerholz? Oh mein Gott. Hi, servus. Wer bist du? Wir kaufen nichts. Ja, ich würde gerne was kaufen. Mir geht's. Was willst du denn? Mir geht's ziemlich schlecht. Habt ihr Medikamente vielleicht? Bitte. Ja, und der Mediziner läuft da hinten gerade. Ja, ich kann nicht gerade. Hau ab. Ich versteck mich. Ja, ich hab auch schon einmal. Nein, mach das. Curtis! Hm? Hast du was gegen meinen Schnupfen und Husten? Die Schnauze! Wir haben gerade ganz andere Probleme. Oder bin ich der Einzige, der das hört? Oh mein Gott! Hörst du die Stimme auch? Ja. Wir haben Spaß da draußen. Ich will auch Spaß haben.
Gar nichts, gar nichts. Das war alles sehr nervig. Er ist losgelaufen und hat gemacht. Schrei nur noch lauter. Was? Ich hab gedacht, du machst Pipi. Was? Ich hör Stimmen, hallo. Was? Was? Hey, wer hat mich gerufen? Hey. Niemand. Hallo? Oh. Hallo? Ein Gewitter. Wie versteckt man's hier? Ich glaube, die haben keine Ahnung, was gleich passiert. Genau wie letzte Mal. Ungläubige sterben. Oh. Kann mein Fleisch bitte schneller kochen? Bitte, bitte, bitte. Ich habe bitte gesagt, bitte. Kannst du doch einfach was aus der Kiste da, Ja, aber das vergammelt sonst. Das ist schon weit. Lila, komm rein! Komm rein, komm rein! Geh weg von mir! Ich hab ne Maske auf, du blöder Penner. Ui! Matsu! Oh mein Gott! Bitte nicht hier, bitte nicht hier! Oh mein Gott! Ich bereue gar nicht! Lila! Kid! Oh Gott! Hau ab, bitte! Ich hab so Angst! Nein! Zum Glück war das nicht so nah. Oh, meine Fresse. Das donnert aber immer noch, ne? Nies mir auf mein Fleisch, genau. Oh, nervt mich. Ah, jetzt. Oh mein Gott. Das wäre nicht das erste Mal, dass wir das erlebt haben. Ich hab noch Fleisch. Wenn du dich nicht in dem Haus versteckst und in der Nähe von der Explosion bist, bist du tot. Ich hab ganz viel. Das war so eine EMP-Bombe. Mit einer Anomalie. Dass du ein bisschen, ne? Posttraumatische Belastungsstörung. Ist, mein Junge, ist. Wo ist der alte Mann? Keine Ahnung, wir haben den nicht wiedergefunden. Ich konnte den nicht. Hat sich selbst umgebracht in so einer kleinen Hütte. Nö, wir spielen auf Chernarus. Hat einer Hunger? Nein. Nein. Wo habt ihr den alten Mann gelassen? Keine Ahnung, wir haben den nicht wiedergefunden. Also ich habe die ganze Stadt unten durchsucht und ich habe ihn nicht gesehen. Aber wir waren in Tscherno
Da haben wir dann gesehen, wie 2 Stück verbrannt sind an einem Feuer und gestorben sind. Dann war der eine Typ von gestern noch dabei, also von vorgestern noch dabei, den wir da in Balota getroffen haben, dieser Philipp. Der hat sich die Klippe runtergestürzt, Selbstmord begangen. Kein Witz. Was? Ja, ich hab dem ein bisschen Schweineleber zu essen gegeben und der meinte, danach dem geht's nicht gut. Dann habe ich dem eine Kochsalzlösung gegeben und 5 Minuten später, der hat sich 2-mal versucht umzubringen, also zu erschießen, hat wohl nicht so funktioniert. Und der ist dann von der Klippe gesprungen, rückwärts. Was ein Vollidiot. Dann haben wir noch eine andere Leiche gefunden von einer Frau in so einer Scheune. Dann haben wir jemanden gefunden, der sich erhangen hat. Und wir haben uns verlaufen auf dem Weg nach Hause. Hört sich nach einer Reise mit sehr vielen Toten an. Ja, heute war krank. Ja, krank. Ich gehe auch nicht mehr... Ach, du bist krank, ne? Ja. Ja, komm mit zum Zelt. Nein, die Bombe ist kein Dings. Das ist einfach nur so ein Event. Und wenn du in der Nähe von dem Einschlag bist, bist du tot. Oder wenn du draußen rumrennst. Ich weiß nicht, was alles schützt. Keine Ahnung. Wir haben uns immer in Häuser versteckt. Du siehst ja, ne? Die explodiert irgendwo. Keine Ahnung wo. Und wir werden trotzdem ohnmächtig. Aber ich glaube, jeder auf der Map wird ohnmächtig. Außer du bist in einem Bunker oder so. Hast du das Zelt gemobst von mir? Welches? Das kleine? Das lag rum. Ja. Okay. So. Du brauchst was gegen Dummheit. Ja. Ich brauch was gegen Husten und Schnupfen. Dankeschön. Ja, nimm die Packung mit. Warte. Werde ich dann wieder gesund? Ja, ja. Okay. Haben wir eigentlich eine leere Tonne, die wir recyceln können? So eine Feuertonne? Weiß ich nicht. Ich guck gleich mal im Lager. Ich lauf schon wieder zurück, ne? Ja, ja. Robin, danke für den Restart im 4. Farmen, was für ein Farm? Ja, gibt ein Portal, hat sich geöffnet, aber nur auf Namalx oder wie die Map heißt, nicht hier. Nee, das ist nicht abhängig vom Ort, das hörst du über die ganze Map. Aber es gibt einen bestimmten Punkt, wo was einschlägt, quasi.
Wir haben noch mehr solcher Events vor. Aber alles mit der Zeit. Fass hin. Oh, Feuerfass. Voll voll. Ja. Ich leg mich schlafen. Hast du Zement gefunden? Jetzt, hä? Nee, ich wollte nur gucken, ob ich vielleicht schon die Steine machen kann. Ich kau mich auch hin. Ich bin fix und fertig, das war heute. Gut. Ja. Ich penne in meinem Medizinhaus. Genau. Schlaf gut. Bis morgen. Gute Nacht. Bis morgen. Ciao, gute Nacht, Leute. Wenn jemand das Fass findet, ja, aber klauen ein bisschen mit dem Tod bestraft, ne? Wenn dir einer klauen kommt und ich erwische den so, dann knall ich den sofort ab. Die anderen übrigens auch, egal um welchem Camp du gehst. Fertig geschlafen. Ach komm, wir setzen uns nur in die Hütte. Ich mache nur eine Duftkerze an. Weil hier ist auch Essen. Ich wollte noch essen. Ich wollte nur die Emotes bestellen gleich und so. Aber wir machen morgen weiter. Wenn ihr Bock habt, habt ihr Bock? Ich hab Bock. Ich hab so unfassbar Bock, ne? Wir sind heute nur rumgelaufen. Ne, stimmt ja gar nicht. Wir haben heute wieder viel erlebt. Nee, das Zeug im Fass und so, das wird alles gespeichert. Genau wie in solchen Zelten oder in den größeren Zelten. Klauen ist doch lame. Aber es gibt halt welche, die klauen einfach. Die dürfen sich aber dann nicht wundern, wenn auf die geschossen wird. Kann man das als Zunder benutzen? Nein. Immer wieder gucke ich da rein. Ich weiß doch, was da drin ist. Ja, ich meine, sollen sie doch... Im Prinzip ist es egal, ob einer klaut, weil du findest so viele Sachen so schnell wieder. Ostblock hat Despawn mit einer Zeit, aber das dauert ein paar Tage. Scheiß auf die Bandagen. Ach, heute war gut, Mann. Allein das unten alles, Mann. Mit den Toten und so. Mit Philipp, Mann. Philipp. Wir haben Lucky verloren. Alles eine Story. Mila wird verrückt, aber hat sich dann benommen wegen Shorty. Ich habe richtig Bock drauf.
Morgen müssen wir mal hier die kleine Medizinstation sortieren. Und wieder Platz machen. Lucky hat sich. Lucky ist verschwunden, keine Ahnung. Das werden wir morgen wahrscheinlich hören. Hauptsache, ihr hattet auch Spaß beim Zugucken. Aber ihr seid wieder müde. Ich habe bis jetzt nur auf den offiziellen Servern gespielt und nie was gefunden. Ja, du musst dir bei den offiziellen das so vorstellen, es gibt Server, die komplett leer sind, da wird gefarmt. Und dann loggen die Leute auf Server drauf, die voll sind, auf offiziellen, und machen da PvP. Ja, Kölsch, wir können nur ein Tinkepäckchen nehmen. Sehr gute Abwechslung, stimmt. Und irgendwie... Ui. Airdrop. Momentan tausendmal interessanter als GTA. Im Kreis stehen. Auch wenn wir hier laufen. Gute Nacht, danke für die Tabletten immer. Aber wir mussten weg. Ich hoffe, du hast überlebt, wenn du denn in Vibo warst hier. Ich penne im Schnee. Ich lasse den Zaub mal lauter, dann ist das Ambient so ein bisschen... Ah, das ist noch eine bessere Stimmung. Aber im Kreis laufen ist immer noch lustiger und besser als im Kreis stehen. Larvik, das musst du echt zugeben. Und nochmal interessanter wird es, wenn der Charakter hier stirbt und ich einen neuen mache. Weil hier gibt es so viele Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll dann. Aber ich glaube, ich werde dann so ein Dieb oder so. Der wirklich drauf anlegt und klauen geht und alles. So richtig sneaky. Ja, Alex, warum nicht, ne? Ich habe bisher nur positives Feedback bekommen hier. Und ich glaube, der Nick auch. Was findest du besser, GTA oder DayZ? Boah, schwer. Meine Liebe für GTA ist sehr, sehr, sehr tief verwurzelt. Aber das ist so eine ganz große Hassliebe. GTA immer noch auf Platz 1 für mich. Aber DayZ ist schon... Macht schon Spaß. Ja, so ein 31er spielen, Leute abziehen. Klauen aus Zelten. Bis die mich erledigen, ne? Oder was weiß ich, was mit mir machen. Finde ich auch, Fabi. Dafür, dass das so eine spontane Idee war. Und wir haben das nur gemacht. So just for fun. Wir wollten einfach nur ein bisschen rumlaufen. Dienstag, Mittwoch ist ja frei. Da gucke ich mal nach neuen Mods mit dem Nick zusammen und stelle ein bisschen Sachen ein. Das kann ja nur besser werden als jetzt. Mit Moonlight wäre krass, aber Moonlight ist nicht so für PvE. Tag, Sam! Tag, Sam. Seid ihr immer noch im Spielen? Ich jetzt nicht mehr. Aber ihr habt es gerade gespielt. Also ich schon, ja. Habt ihr heute viele Abenteuer erlebt? Bisschen, ja. Wie, der Johnny spielt weiter? Ja. Ich bin noch live übrigens, nicht, dass du gleich rumschreist. Hey. Ich würde nur Hallo sagen. Hallo. Hallo. Ich glaube, das war einer der krassesten Tage heute in DayZ, die ich je hatte. Also mit dem, was ich erlebt habe. Ja? Ja. Ich nicht. Warum? Weil ich die ganze Zeit nicht da war. Und jetzt gerade erst wieder da bin. Ach so. Ich schaut die ganze Zeit nicht ums Server drauf. Nö, ich schaut nicht ums Server drauf. Jetzt ja meine Geduld, ne? Ach so, war voll? Nö. Deswegen nicht. Das Spiel ging nicht.
Ach, das spiel ich nicht. Warum nicht? Ja. Ist das wieder gecrashed beim Laden da, die ganze Zeit? Ja, die ganze Zeit stehen. Ja, pass auf, da musst du musst die Mods ausmachen, ne? Ja. Also deaktivieren. Ja. Und den Launcher nochmal schließen. Ja. Und dann Launcher nochmal anmachen und dann das Spiel starten ohne die Mods. Hab ich gemacht. Ging nicht. Okay. Ja, da müssen wir gucken, welche Mod das verursacht. Aber haben wir jetzt die Tage eh vor. So, Chat. Ab in Haier Pommes. Hallo Hamela. War sehr, sehr schön heute. Sehr zufrieden. Das hat richtig Spaß gemacht. Auch mit dem Verlaufen und alles. Mikia Kuma, danke schön für den Restart im vierten. Noch dazu. Der Holik hat auch schon nachgefragt, kann man auf den Server drauf, macht das Bock? Unnormal. Ich glaube, den Holik sehen wir bald auch. Zap, zap, zap. Ich bedanke mich für den Support. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Was ist denn los? Wie, was denn los? Wie, was meinst du? Auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht. Vielen lieben Dank fürs dabei sein und zugucken. Lieb sein. Wir sehen uns morgen wieder. Gleiche Uhrzeit wie gestern. Tschüss. Schlaf gut. Baut keinen Scheiß. Lasst euch nicht anquatschen. Bye bye. Tschüss.